Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf ein neues. Lieber Herr Minister Schneider, welches Band meinen Sie? Ich würde mich freuen, mal etwas wirklich Konkretes aus Ihrer Hand zu bekommen. Und wenn Sie sagen, der Weg ist das Ziel, dann sollte der Weg, da er ja für Menschen mit Behinderung geeignet sein sollte, zumindest schon mal trassiert worden sein, und dass man ihn auch findet. Vom Entfernen des Dornengestrüpps gar nicht zu reden, da fahre ich dann einfach mal drüber hinweg. Hier dann noch etwas, was ich vorhin ausgelassen habe. Die Informationsplattform über die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden. Unter dem Namen Signe Barrierefrei NRW wurde eine Website geschaffen, die Menschen mit Behinderung eine Online-Überprüfung auf Barrierefreiheit ermöglichen soll. Mal ganz abgesehen davon, dass die Site selbst von Haus aus nicht barrierefrei ist und es werden sobald wie keine unterschiedlichen Schriftgrößen für Sehbehinderte angeboten. Das ausgerechnet unter einem Bild eines Taststocks. Es gibt dort auf einer Seite eine PDF-Datei zum Thema barrierefreies Bauen. Den Link hierzu übersende ich Ihnen gerne per Mail, eine Broschüre zur Gestaltung von barrierefreien Gebäuden in NRW zum Download, die selbst auch nicht barrierefrei ist. Ein Treppenwitz. Kann man den Unfug besser darstellen als in dieser Art? Ich denke nicht. Noch ein Joke am Rande. Genau aus dieser Broschüre geht auch hervor, dass nach den dort beschriebenen Richtlinien unser Haus und wie von mir vorhin schon erwähnt, nicht behindertengerecht ist, da es über ein kein wie in der Bauordnung vorgesehenes Blindenleitsystem verfügt. Wir haben 15 eng beschriebene A4-Seiten mit Rechercheergebnissen, meine Damen und Herren. Das Ergebnis ist eine große, dicke, fette Null. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Es werden hier sowohl von Minister Schneider, der Kollegin Dobmeier und auch vor allem von Manuela Schmieding, die netterweise zugegeben hat, dass wir selbst im Vergleich mit Italien im Bereich der Inklusion der Entwicklung um 25 Jahre hinterherhinken. Viele große und schöne Worte zu dem Thema gemacht. Das bedeutet allerdings, Inklusion fängt im Kopf an. Das ist richtig. Wenn sie aber dort bleibt, existiert sie auch nur dort. Und genau das sehen wir hier. Vielen Dank.